Hallo, holla die Waldfee, herzlich willkommen, bla blub, zur jetzt endlich Aufnahme. Ja, Ja. wissen wir. Und ich möchte beginnen mit einer sehr tragischen Mordgeschichte. Und zwar, Mit einer Mordgeschichte. ja, mit einer Mordgeschichte. Und Also eine zwar, Mordsgeschichte. ist ja eine. Aha. Nein, was ich sagen wollte. Es war einmal ein Kunde, der hat sich ein Produkt gekauft und dieses Produkt war defekt, so wollte er es reklamieren und zum Händler zurückbringen. Doch dieser zückte eine Shotgun und schoss ihn nieder. Tja, da kann man nur eins sagen. Einer der beiden hat profitiert von seiner Gewährleistung. So, und damit fangen wir dann mal auch an. Brüller. Ja, Brüller. Schade, dafür habe ich gerade keinen Sound. So, wollen wir mal machen hier, Spielstand laden, Wandel der Schwester, nicht Wandelnde wandelnde. Schwestern, ja, Ja, bitte. genau. Nee, ach übrigens hier, Wandel sollte in den Fällen wohl öfter mal vorkommen. Im Englischen ist es Turnabout, ja, machen wir einfach, fangen wir an. Ja. Ich hab Darf ich mich. das Handy sein? Ich wollte ja jetzt einen Sound mehr aufheben, aber der würde hier auch passen. Nee, ich heb mir auf. Ach nö, ich mach's doch nicht. Warte mal, muss ich mal gucken? Mann. Okay, weiter geht's. Irgendwas stimmt hier nicht mit meinem Controller. Der funktioniert gerade nicht. Darf doch nicht wahr sein. Ich fass es nicht. Gestern ging der doch noch. Ja, okay, dann machen wir's von Hand. Das darf nicht wahr sein. Willst du Maya sein? Und die ist ganz, ganz süß. Wenn du Willi bist? Wieso willst du meinen Stachel? Lass uns jetzt mal endlich anfangen. Ja, fang an. Hallo? Hi. Oh, wie geil. Ey, heute geht doch alles schief. Oh, komm. Nein, ich mach kurz Pause, ruf ihn wieder an, wenn er dann wieder mal da ist und ich hoffe, dann geht's weiter. Hallo? Hier ist Maya. Hab ich schon gesagt, wir machen weiter? Ja, lass uns weitermachen. Na okay, dann machen wir jetzt weiter. Und mein Töftel. Ah, jetzt geht er wieder. Ich hatte nur das Fenster nicht angeklickt gehabt, als ich es ausprobiert habe. Gut. Oh, jetzt Oh. nächstes bist du wieder. Mia bin ich auch wieder, ne? Hallo Maya, ich bin's. Mia! Was gibt's? Du hast dich ja länger nicht mehr bei mir gemeldet. Tut mir leid, ich hatte so viel zu tun. Wie geht's dir? Du sprichst übrigens Maya, nicht Mickey. Naja, ich bin einsam und du. Hey, Pluto! Und du bist schuld! Ich weiß wenigstens, wie sie aussieht, deswegen weiß ich, dass du die anders sprechen solltest. Ich habe keine Ahnung, man kann es ja dann noch ein bisschen umändern gleich. Du hättest Wobei, ja auch. nö. Du hättest dir mal den Manga angucken sollen. Nein, ich mach nur Spaß. Mir geht's super. Ich Kannst du gewöhne sie. mich endlich daran, eine eigene Wohnung zu haben. Kannst du sie bitte mehr wie Luke sprechen? Das freut mich. Wie Luke. Ja, von mir aus auch wie Luke. Eigentlich rufe ich an, weil ich dich um einen Gefallen bitten möchte. Ja, ich weiß. Du willst, dass ich Beweismittel für dich aufbewahre. Schlau wie eh und je. Der bevorstehende Prozess sorgt für viel Aufregung. Ich glaube nicht, dass es sicher ist, die Beweise hier aufzubewahren. Ich verstehe. Was ist es denn diesmal? Ja, geht auch, geht auch, geht auch. Es ist eine Uhr. Eine Uhr? Ja, sie sieht aus wie die Statue der Denker. Und sie sagt die Uhrzeit an. Ich dachte,
dachte, sie gefällt dir vielleicht. Spielzeug hast du doch schon immer gemacht. Hey, ach, die Schwester. Hey, Schwesterherz. Hey, Schwesterherz, ich bin doch kein kleines Mädchen mehr. Ganz ruhig, ich ärgere dich doch nur ein bisschen. Oh, ich sollte dir doch sagen, dass die Uhr zurzeit nicht spricht. Was? Sie funktioniert nicht? Wie schade. Ich musste das Uhrwerk rausnehmen, tut mir leid. Ich habe dafür ein paar Dokumente reingesteckt. Dokumente? Das sind also die Beweismittel? Nun, es besteht die Möglichkeit, dass es dazu kommen könnte, ja. Wozu? Na, dazu. Könntest du heute Abend im Büro kommen, so gegen 21 Uhr, um sie abzuholen? Davor bin ich bei einer Vorverhandlung. Okay, Schwesterherz, aber ich erwarte ein Abendessen dafür, irgendwas Gutes. Wie zum Beispiel Burger. Ich hätte richtig Lust auf einen guten Burger. Okay, okay. Wir gehen in unseren üblichen Laden. Alles klar, abgemacht. Okay, Schwesterherz, bis bald. Ja, ich warte auf dich, Maya. Piep, piep. Aufgezeichnetes Gespräch, 5. September, 9.27 Uhr. 5. September, 20.57 Uhr, Anwaltskanzlei, Fay und Partner. Boah, irgendwie ist mir gerade kalt. Boah, wer ist das denn jetzt wieder? Mal überlegen. Keine Ahnung. Ich würde sagen, es ist ein Mann. Wir sollten, solange es noch Fragezeichen sind, einfach so eine ganz allgemeine Stimme nehmen. Also, so, Frau Fay. Irgendwas total langweiliges, gewöhnliches. So wie du sonst immer Leighton sprichst, zum Beispiel. Also, Frau Fay, ich werde mir jetzt nehmen, was mir gehört. Die Dokumente. Es tut mir leid, aber ich kann Ihnen nicht geben, was ich nicht habe. Miss Fay, Sie sind eine armselige Lügnerin. Ja, ich denke mir, das hört sich besser an. Ich kann es doch sehen. Dort drüben. Das muss der Denker sein, der diese Dokumente verschluckt hat. Woher wissen Sie das? Woher wissen Sie das? Wäre falsch ausgesprochen zum Beispiel. Aber es würde auch Sinn machen, wenn es so geschrieben wäre, ohne Komma dann. Haha, wissen Sie denn gar nichts über mich? Die Beschaffung von Informationen ist mein Geschäft, verstehen Sie? Und Mord ist mein Hobby. Dann müsste ist Angela Lansbury. Ich hätte vorsichtiger sein müssen. He, he. Meine liebe Miss Fay, es tut mir wirklich sehr leid. Aber ich fürchte, ich muss Sie um noch eines bitten. Um Ihr ewiges Schweigen. Leben Sie wohl, Miss Fay. Schon wieder mit dem Denker. Oh, passt ja. Red. Vite. Blue. Red, white, blue. Was auch immer das heißt. 5. September, 21 Uhr. Anwaltskanzlei, Fay und Partner. Oh oh, ich bin spät dran. Nanu, das ist merkwürdig. Die Chefin muss schon nach Hause gegangen sein. Sie sagte, ihre Schwester käme vorbei und dass wir alle essen gehen wollen. Was ist das für ein Geruch? Blut? Mia! Vielleicht ist sie in ihrem Büro. Untersuchen? Na, eigentlich bewegen, weil sie soll ja in ihrem Büro, oder? Ja. Büro. Achso, okay. Dieser Geruch. Blut.
so, ups. Achso. Schwesterherz. Da ist jemand. Chefin? Chefin? Chefin! Meine Emmy kann nicht schon tot sein. Doch. Wer sind sie? Ah, nee. Ach so. Jetzt habe ich mich gefragt, warum. Wer sind sie? Das Mädchen ist ohnmächtig geworden. Ich ließ sie auf dem Bürosofa zurück. Ich ging zur Chefin zurück. Sie lag dort, unter dem Fenster. Ihr Körper war... Von innen? Oh. Ihr Körper war noch warm. Das konnte ich fühlen, als ich ihre Schulter berührte. Ja, ja, ja. Ja, ja. Sagt er jetzt. Dann, viel zu schnell, begann die Wärme zu verschwinden, bis sie schließlich kalt war. Chefin, untersuchen? Ja. Was machen wir? Da können wir untersuchen, wir können da untersuchen? Was wollen wir zuerst untersuchen? Na, erstmal die Leiche direkt. Ah, warte, hier. Chefin, schlimm sie so zu sehen, aber falls es hier irgendwelche Spuren gibt... Sie bekam mit einem stumpfen Gegenstand einen Schlag auf den Kopf. Sie war vermutlich sofort tot. Der Denker neben ihr auf dem Boden muss die Mordwaffe sein. Der Denker zur Gerichtsakte hinzugefügt. Neben dem Körper der Chefin liegen ein paar Glasscherben. Sie müssen von der Stehlampe... Ich habe da echt erst gerade was anderes gelesen. Was denn? Na, wenn du das Thema dir wegdenkst... Och, komm. Sein, die hinten im Zimmer zerbrochen liegt. Glasscherben zur Gerichtsakte hinzugefügt. Die zerbrochene Schlampe. Boah, jetzt machst du es doch. Es gibt hier sonst keine weiteren Spuren. Ein Stück Papier. Es muss mir aus der Hand gefallen sein. Was könnte das sein? Das wird nicht Kraft. Nein. So, wollen wir hier mal untersuchen noch? Oh mein Gott, ein Stück Papier, lass uns woanders untersuchen. Achso, nee, da ist das Papier, ja, genau. Das Papierchen. Damit kann man ganz viel Spaß haben. Ich bin ein Typ mit einem Stück Papier auf der Nase. Naja. Mit Blut wurde ein Wort auf dieses Stück Papier geschrieben. Maya. Hat Mia das geschrieben? Dieses Stück Papier ist die Quittung eines Kaufhauses. Mit Datum von gestern. Quittung zur Gerichtsakte hinzugefügt. Ich glaube, ich habe erstmal genug herumgeschnüffelt. Ich sollte besser die Polizei rufen und herausfinden, was dieses Mädchen hier wollte. Aber was ist das noch? Ich will da auch sehen. Ja, mach. Der Sessel der Chefin. Schlichtes, funktionales Design. Und man sitzt sehr bequem darin. Empfehlenswert für jeden Bürojobber. Okay, das reicht. Dann zurück.